Hallo und ganz herzlich willkommen in unserem Mogul Intercity, der Baureihe 612, Zug 992-8 in dieser Intercity-Lackierung. Wir steigen mal ein, rüsten auf und dann alles weitere zum Repaint etc. etc. danach. Also, was machen wir zuerst? Wir stehen einmal auf, beziehungsweise wir packen schon mal den Richtungswender rein. Gehen einmal ganz kurz hier in den Fahrgastraum. Einmal hier den auf, SIFA, PZ, na, Moment, also SIFA, PZB und die Neigetechnik an. So, Türen machen wir gleich auf. Okay, setzen wir uns mal. So, Motor läuft, glaube ich, schon. Motorgruppe 2 läuft auch. Zuglichter machen wir an. Bremsschlüssel rein und aufgedreht. Wir bremsen ein wenig rein. Okay, so, dann machen wir mal den Netzschalter an. Dann haben wir überhaupt Leistung. Schalten GST ein. Jetzt müssten wir gleich den Test machen. Können schon mal den Scheibenwischer einschalten. Unregelmäßig, ja. Machen wir vielleicht langsam. Das ist gut. Spitzensignale machen wir uns an. So, und wenn der Test vorbei ist, dann können wir die Türen aufmachen. Jetzt geht es hier einmal nach rechts. Und einmal wieder zurück. Dann machen wir die Türen auf. Lokführerbildbeleuchtung machen wir uns mal an. Das passt soweit alles. Führerstandsbeleuchtung lassen wir besser aus. Scheibenheizung können wir nicht benutzen. Spitzensignale lassen wir erstmal auf normal. Hier lässt sich, hier kann man das Stellwerk kontaktieren. Okay. Scheibenwischer langsam, Sonnenblende. Die Notbremse haben wir hier. So, dann lassen wir noch kurz unsere Fahrgäste zu Ende einsteigen. Wir gucken uns das Repaint nochmal von außen an. Also, wir haben halt hier für einige Zeit in diesem Netz die Baureihe 612 gehabt, die in Intercity-Lackierung hier rumgefahren ist, tatsächlich. Also reales Repaint. Repaint gibt es im Download-Link, beziehungsweise gibt es zum Download-Link dazu in der Videobeschreibung, hier auch mit allen Details, die es so benötigt. Alles wirklich akkurat hier. Hier natürlich auch. Interessant. Aha. Hier ist einfach ein Signal und wir sind in Doppeltraktion unterwegs. So, dann machen wir die Türen zu. Lösen die Bremsen, wenn wir alles richtig gemacht haben. Dann halten wir als nächstes in Freiberg. Na? Achso, Fahrtrichtungswende natürlich in Vorwärtsstellung. Ergibt Sinn. So, Ausfahrt mit 60. Was sagt das Signal da vorne? Auch 60. Also befreien wir uns. Hier die Derailleur 185. Also zum Szenario. Das Szenario gibt es zum Download im Railsim-Forum von Tom Fresco. Link zum Szenario ebenfalls in der Videobeschreibung. Lasst ihm gerne ein Like da. Das sind nämlich echt qualitativ hochwertige Szenarien. Ganz, ganz großes Dankeschön, wie immer. Und Leistung runter, weil wir die 60 erreicht haben. Und ab hier dürfen wir dann 100 fahren. Natürlich, wenn der ganze Zug dran vorbei ist, also jetzt.
Kollege. So, GNT ist aktiv. Wir dürfen 110 fahren. Sander? Wo ist der Sander? Da. Nutzen wir den mal. Und das sind erreicht. Und die 110 haben wir jetzt auch. Also Leistung runter. Und ab hier die 130. Uns jetzt auch hier symbolisiert. 130, als nächstes dürfen wir dann 140 fahren. So, wir dürfen schon 140 fahren. Wir sind zu schnell. Ey, ey, ey. Tja, da ist man einmal von der Außenkamera fasziniert. Zack, 20er Baum. Was haben wir da? 185. Und Rungenwagen. Ab hier dürfen wir dann nur noch 120 fahren. Ankündigung auf 90, das heißt für uns gleich 100. Also jetzt Leistung weg. Als ob das in Realität wirklich so klingt. Ist ja lächerlich.
dürfen nur 100 fahren. Ne, doch, 140. Was haben wir hier? PZB. Jaha. Oh. Come on. Los, löst die Bremse. Na los. Schön, wie hier die Straße auf das Laut. Wie hier die Straße vereist ist. Wahnsinn, ne? Wie sich das Ding in die Kurven legt. Erinnert mich so ein bisschen wie bei MotoGP, ne? Die Motorradfahrer, die legen sich ja auch mal so heftig in die Kurven. Was die können, das können wir auch. Niemand dabei. Ah. Können wir echt nicht den Vorhang zuziehen? Nee. Schade. So, ab hier dürfen wir dann 140 fahren. Und dann 2 Kilometer 90. Sollten wir uns mal merken. Sonst folgt die nächste Zwangswanderung.
als ob hier dann die 90. Also man merkt auf jeden Fall, es ist durchaus anspruchsvoll, diesen Zug zu fahren. Das ist nicht ganz ohne. Vor allen Dingen, wenn eben die neue Technik verlegt ist, dann muss man schon gucken, dass man da sich halbwegs Mühe gibt, das Ding zu fahren. Also das ist nicht dasselbe wie jetzt unter LZB fahren. LZB ist deutlich einfacher als das hier. Ich meine, es ist LZB-esque, dass uns hier die Geschwindigkeiten so ein bisschen angeschrieben werden. Dass wir auch eine höhere Geschwindigkeit fahren dürfen, als das, was signalisiert ist. Ist natürlich auch etwas, was bei der LZB durchaus passieren kann. Kein Bahnübergang. Oh doch, da war doch ein Bahnübergang. Gleich in die Außenansicht und gehen mal in die Kamera, so wie sie gerade eben war, sobald wir in der Kurve drin sind, dann können wir sehen, wie sich der Zug von innen neigt. Auch nicht schlecht. So, wir dürfen 100 fahren, gleich 130 sogar. Also Leistung ist wirklich voll aufgeschaltet. Ist der Sandstreuer eigentlich noch an? Ja. Das geht mit 1,6% aufwärts. Stellen wir uns mal hier hin. Und in die nächste Kurve. Schon echt das Gefühl, dass man gleich aus den Kurven rausfliegt. Und jetzt gleich dürfen 130. Was kommt uns da entgegen? Ein Dosto. Ja, wie gefällt euch bisher Dresden-Chemnitz? Habt ihr euch Dresden-Chemnitz geholt? Schon mal da reingespielt, euch Videos angeguckt? Wie ist so die Strecke? Wie findet ihr die Baureihe 612? Was haltet ihr so davon? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Mal runter, damit wir gleich auf die 110 kommen. Wo
bevor wieder hier unser Leuchtmelder uns nervt. Ja. So. Und in die nächste Kurve rein. Jetzt gleich dürfen wir wieder 140, nämlich ab hier, wenn unser gesamter Zug natürlich an der Tafel vorbei ist. Was ziemlich genau jetzt der Fall sein müsste, also geben wir Leistung mit dazu. Können wir hier eigentlich irgendetwas bedienen davon? Die Helligkeit. C. Runter, hoch, das geht tatsächlich, Eingabe. Wir können es ausmachen und wieder an. Hier können wir tatsächlich den Kontrast ändern, aber dann haben wir keine Anzeige mehr. Okay. Und sonst Läutwerk, mein Lieblingstaster hier. Sind wir in 7 Kilometern in Freiberg. Ja, also der Intercity hier, der fuhr eine Zeit lang genau in diesem Gewand hier rum. Also in Anführungszeichen Intercity. Vorher war tatsächlich ein richtiger Intercity unterwegs zwischen Chemnitz und Dresden. Der wurde dann aber irgendwann gecancelt. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, hier diesen Regio-Swinger einfach mal als Premium-Produkt zu verkaufen, als Intercity. Die Sitzpolsterung, also das Interieur ist, glaube ich, nahezu identisch geblieben, mit Ausnahme der Sitzpolster bzw. der Kopflehne. Das war dann dieses klassische Intercity-Design. Alles andere ist natürlich gleich geblieben. Klar, die Außenhaut, das Außengewand war natürlich dann auch in der ICE-Farbe unterwegs und verkauft wurde das Ganze als Intercity, was halt natürlich ziemlicher Quatsch ist, weil das kein Intercity ist. Ich habe bei vielen Menschen mittlerweile jetzt gelesen, dass der Regio-Swinger hier, die Baureihe 612, nicht der beliebteste aller Züge war. Also es gab da schon einige, die da durchaus ziemlich, denen da ziemlich übel wurde in diesem Zug. Also das mit dem in die Kurven legen gefällt nicht jedem. Das ist zwar vielleicht ganz cool für einen, für irgendjemanden, der ja, der was für Eisenbahn übrig hat. Aber ich glaube, für die meisten PendlerInnen der Regio-Swinger sicherlich nicht der beste aller Züge. Zumindest gab es sicherlich in jeder Fahrt mindestens eine Person, die am liebsten wohl eine Kotztüte gehabt hätte. So, 110 dürfen wir fahren. Und müssen nur 3 Kilometer halten. Nicht vergessen, sonst rausche ich mal wieder dran vorbei. So, Bahnübergang.
5 Kilometer. Nehmen die Leistung weg. Nutzen sogar schon die Bremse, weil es geht bergab. Ja. Oh, das ist nervig mit dem Leuchtmelder. Also ziemlich genau bei Streckenkilometer 40 ist dann der Halt. Wir sind jetzt bei 41, heißt also, wir haben jetzt noch 1 Kilometer. Wir bremsen also rein. Noch 800 Meter bis zum Bahnsteig. Werfen den Anker raus. Lösen noch mal ein bisschen aus. Gucken, dass wir in etwa 60 km/h Bahnsteigsanfang haben, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Jawohl. Ich kann nämlich die Bahnsteiglänge so schlecht abschätzen bei einer Strecke, die ich jetzt gerade selbst zum zweiten oder dritten Mal fahre. Das war jetzt nicht ideal. Hat er aber akzeptiert, glücklicherweise. Machen wir die Türen auf. Wir lösen schon mal ein bisschen was von der Bremse. Wir können uns mal hier mal den Innenraum angucken. Also hier die gemütliche erste Klasse mit diesen ganz, ganz tollen Sitzen, finde ich. Die sind wirklich, wirklich schön. Hier die zweite Klasse. Klar, der Zug gehört halt immer noch DB Regio AG Bayern, witzigerweise. Ja, die Menschen flüchten hier vor dem Schnee. Hier die Streckenkarte. Wir sind jetzt gerade in ziemlich genau auf der Mitte, ne? Wo sind wir denn? Hier Freiberg-Sachs, genau. Und dann geht es jetzt weiter. Ich wollte gucken, welche Lok hier vorne dran hängt. Steigen wir mal hier hinten ein. Hier schön mit Trittstufenbeleuchtung. Alles okay hier vorne, ja. Das habe ich schon mal erwähnt. Ne, wenn man die Tür aufmacht, dann geht das Licht hier aus. Das finde ich cool. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß nicht, ob das Video schon draußen ist, wo ich das erwähnt habe. Die Kinderspielecke. So, wir setzen uns. Wir setzen uns. Einmal über den Stuhl drüber gehüpft, Türen zu. Gucken mal ganz kurz, was wir jetzt hier so stehen haben. 185. Und auf der anderen Seite haben wir was? 185. Und eine 143.
glaube, wir dürfen 110 fahren. Hier schön durch den Schnee. Wir in unserer gemütlichen fahrenden Kotztüte. Es gibt Schlimmeres. Ein Lokzug. Alle Pantos rum. Nice. Müssen wir nicht bestätigen, weil wir nach wie vor GNT aktiv haben. Wir dürfen 110 fahren. Und gleich dann 100, also schalten wir mal ab. Zumal es eh gerade bergab. Ne, jetzt sind wir auf der Ebene. Ja. Runter auf 80. Da ist der Leuchtmelder. Der sagt uns, dass wir runter mit der Geschwindigkeit müssen. Was sagt ihr zu dem Repaint hier? Würde mich auch auf jeden Fall sehr interessieren, was da so eure Meinung dazu ist. Was sagt ihr dazu, dass es diesen Zug in Realität gab? Tatsächlich als Intercity. Seid ihr vielleicht schon mal mit ihm gefahren, mit der 612 in Realität? Oder sogar mit dem 612 in Intercity-Lackierung? Das wird jetzt vermutlich nur die etwas Älteren von euch betreffen, die hier zugucken. Denn die, die etwas jünger sind, die können das ja gar nicht erlebt haben. Ich hab's auch nie erlebt, also. Herrlich. Über den Tälern hier. Was halt krass ist, ist tatsächlich, dass endlich mal hier der Scheinwerfer eine ordentliche Funktion hat. Machen wir jetzt natürlich nicht an. Ist ja irrsinnig tagsüber. Oh, man muss sich mal vorstellen, hier mit einer Dampflok entlang zu fahren, auch im Schnee. Ey, ey, ey. Und ab hier dürfen wir dann 100 fahren. Das sehen wir jetzt gleich auch hier signalisiert. Noch sind es 80, aber sobald unser ganzer Zug drüber ist, sind es 100. Bahnübergang. Als nächstes dürfen wir 140 fahren. Ja.
Okay, unser nächster und letzter Halt ist dann Dresden übrigens in 26 Kilometern. Der Bus. Habt ihr das gerade gesehen? Der fuhr gerade ein wenig abenteuerlich. Mein Kollege. Grüßen wir natürlich mit Lichtsignalen. Und ab hier dürfen wir dann die 140 fahren. Genau. Und danach auch 140, sehr gut. Was ist denn eigentlich Vmax von dem Teil? Vermutlich 160. Ja, viel zu nah am Bahnsteig. Und dann auch noch bei diesem Eis und dieser Glätte. Wenn da jetzt einer ausrutscht, dann ist aber Feierabend. Dann ist Schicht im Schacht. Das wollen wir alle nicht. Auch schön, dass wir einfach das Muster der Sitze aus der ersten Klasse haben. Voll die Frechheit. Aus der zweiten Klasse natürlich hier. Das DBM-Design, Deutsche Bahn Medien heißt das, glaube ich. So, in 4 Kilometern 100. Ja gut, das ist noch ordentlich was. Bis dahin können wir noch mal hoch auf die 140. Wir kommen doch nicht so ganz aus dem Quark. Machen wir doch noch mal den Sander an. Dann haben wir ein bisschen mehr Traktion. Können dementsprechend mehr Leistung über unsere Räder auf die Schiene bringen. Genau, haben wir jetzt fast geschafft, 140. Das ist schon ordentlich schnell für so einen Dieseltriebwagen, finde ich, 140. Sollte man echt nicht unterschätzen. So, 1,4 Kilometer noch. Ich gehe schon mal jetzt langsam in die Bremse rein. Sonst nervt uns gleich wieder die Überwachung. Was war das? 100, ne? Ja. Ja. Hier gelten die dann und danach gleich 90. Und zwar in 2 Kilometern. Das wird halt normalerweise auch dann im HUD stehen, wie weit natürlich die Geschwindigkeitsentfernungen, die Geschwindigkeitsänderungen entfernt sind. Nicht im HUD, sondern natürlich im EBULA. Aber die Funktion ist dann doch nicht so weit implementiert. Für das müssen wir dann eben doch nochmal hier reingucken, wann denn die Geschwindigkeitsänderung ist. Hier kleine Flankenschutzweiche heißen die, glaube ich. Ankündigung auf 80. Müssen wir nicht bestätigen, solange wir in der GNT-Überwachung sind. So, müssen aber jetzt runter mit der Geschwindigkeit. Das geht nämlich bergab. Also schön bremsen. Der Leuchtmelder geht jetzt gleich wieder an. Nämlich ungefähr jetzt so. Na doch nicht. Hallo, bleib unten mit der Geschwindigkeit da so. Ja gut, es geht gerade mit 2,4% bergab. Das ist halt schon ordentlich. So, ab hier gelten dann die 90 und als nächstes dann 100.
auch nicht ganz richtig, dass wir im Juni unterwegs sind. Also ich weiß, Klimawandel existiert und ist vom Menschen gemacht. Aber soweit ist es noch nicht, dass es im Juni schneit. Würde ich jetzt mal behaupten. Also zumindest nicht bei uns. Natürlich schneit es im Juni. In Australien zum Beispiel. Aber wir sind ja nicht in Australien. Es gibt keine australische... Ja. Es gibt keine australische Route im TSW. Und selbst wenn, würde es mich vermutlich nicht wirklich interessieren. Also selbst wenn eine rauskommen sollte, eine australische Route, ich glaube nicht, dass ich sie mir holen würde, genauso wenig wie ich mir amerikanische Routen hole. Das, die einzige Ausnahme war Boston Sprinter. Aber das auch nur, weil das eben um Personenzüge ging, um Hochgeschwindigkeitspersonenzüge. Da gucken wir auch auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, da haben wir uns, waren wir jetzt noch ein einziges Mal, glaube ich, zusammen oder unterwegs auf Boston Sprinter. Wir haben uns noch gar nicht diesen MBTA-Regionalzug angeguckt, mit dieser dicken Diesellok da vorne dran, beziehungsweise dem Steuerwagen. Und noch ein Intercity, hallo? Oh, es geht ordentlich bergab. Also reinbremsen. Einbremsen. Gleich sogar auf 80 runter mit der Geschwindigkeit. Ankündigung auf 70, die müssen wir nicht bestätigen. Okay, also alles, was unter 70 ist, muss bestätigt werden. Das muss ich mir aber merken. Danach dürfen wir dann... Sehen wir noch nicht, wie viel wir danach fahren dürfen. Jetzt sehen wir es, 100. Und von der Linkskurve in die Rechtskurve. Das ist ja Wahnsinn, ne? Mit der Neigetechnik. Und wieder in die nächste Kurve. Hier machen wir das Fernlicht an, dann sehen wir auch mal, wie gut das funktioniert hier. Das ist ja schon nicht schlecht. Und in die nächste Kurve. Also es ist vom Fahrgefühl her echt ganz, ganz unterschiedlich zu den Strecken, die wir bisher haben. Es hat halt so ganz... Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, runter, 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 runter. Also erstens, es ist echt stressig, mit Neigetechnik zu fahren. Überhaupt nicht entspannend. Aber eben sehr, sehr cool, weil es so herausfordernd ist. Wir müssen jetzt, glaube ich, ah ne, so 80 und danach in 2 Kilometern 60. Also es ist halt wirklich überhaupt nicht entspannend, mit der Neigetechnik zu fahren, aber es ist halt eben sehr, sehr cool, weil es sehr herausfordernd ist. Also wer entspannen möchte, fährt LZB mit dem IC auf München und Augsburg. Der ist da, glaube ich, ganz gut bedient. Aber wer eine Herausforderung sucht, der ist hier wirklich echt gut aufgehoben, würde ich behaupten.
Ankündigung auf 60. Bestätigen wir natürlich. 85 sind jetzt gleich unterschritten. Gut. Nochmal 60er Ankündigung. PZB wachsam drücken wir. Jawohl, runter, runter, runter. Nehmen jetzt mal die Zugbremse mit dazu. Und lösen die. Nein! Ach, nein! Nein! Ah, das hasse ich so sehr, wenn das passiert. Das hasse ich so sehr, wenn man mit der Maus, die Hebel bedient und dann auf einmal der komplett den Hebel nach hinten oder nach vorne durchdrückt und man dann einfach sofort eine Notbremse bekommt. Deshalb mache ich das unglaublich ungern mit der Maus. Macht das dann doch eher mit der Tastatur, weil also die Mausbedienung ist manchmal wirklich Pain in the ass. So, gleich sind 60. Nein. Das war mein Fehler. Wir durften natürlich nicht schneller als 45 fahren. Hat ein Wechselblinken und 1000 Hertz Leuchtmelder. My bad. Sehe ich ein, meiner. Ja. Hallo? Was ist denn? Okay. Reicht mir jetzt. Ich weiß wirklich nicht, was das jetzt ist. Nein, jetzt habe ich noch die Türen aufgemacht, ne? Mach die Türen zu.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Also erstens macht mich das Piepen total kaputt im Kopf. Das kann ich mir nicht länger als 10 Sekunden anhören. Jetzt habe ich den Zug komplett ausgemacht. Und das ist einfach immer noch an. Ist das im anderen Führerstand auch zu hören? Ja, wobei ich habe eine andere Idee. Ich nehme mal den Fahrtrichtungswender raus. Ich weiß es nicht. Ich kann euch absolut nicht sagen, was gerade falsch läuft, weil der Zug ist aus. Ist es die PZB? Ich mache die PZB mal aus. Nö, ist immer noch an. Nehmen wir mal den anderen Führerstand. Gut, dass wir mal hier am Bahnsteig gehalten haben, so können unsere Fahrgäste bei einer Störung tatsächlich raus. Aha, also hier der Führerstand ist leer und leise. Jetzt kann ich hier natürlich nicht den Fahrtrichtungswender reintun, ne? Ich dachte vielleicht, wenn ich hier einmal ganz kurz aufruste, dann kann ich da vorne wieder zurück. Aber so können wir wenigstens mal den Zug von innen sehen, ne? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sind die Lichter hier? Nee. Schade. Aber ist auch echt Kritik auf hohem Niveau. Also eigentlich gar keine Kritik. Nehmen wir den Fahrtrichtungswender raus. So, gehen wir mal hier rein und rüsten einmal hier. Ups, jetzt bin ich zwischen Zug und Bahnsteigkante gefallen. Etwas, was man immer vermeiden sollte. Was ist nämlich, wenn ich jetzt hier den Fahrtrichtungswender einstecke? So, Motorstart, Motorstart. Leistung. Rein theoretisch müsste ich fahren können. Jawohl, können wir. Ja, halt an. Hallo. Bitte bremsen. Hallo? Bitte nicht auf das rote Signal zu rollen. Hallo? Hallo, bitte halten Sie an. Warum funktioniert hier nichts mehr? Ich habe den Zug kaputt gemacht. Ah, das und so wird das Szenario enden. Ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen und entschuldige mich für dieses sehr, sehr geschmacklose Ende. Machen wir noch den Scheibenwischer an, dann haben wir noch bessere Sicht darauf, wie wir über das rote Signal fahren. Das war alles nicht so vorhergesehen. Aber sei es wie es sei, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ah, ist das lächerlich. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss. Und in 6 Minuten, 6 Metern sage ich auf Wiedersehen. 5. 4, 3, 2, 1. Ciao, ciao.